Ich habe mir die Wetterextreme im Karolingischen Reich zwischen 820 und 824 angeschaut. Meine Informationen bekomme ich aus Annalen, also Jahrbüchern, Chroniken, aber auch Briefen. Und besonders spannend ist der Aktualitätsbezug. Ich finde Wetterkatastrophen genauso in den Berichten von 820, wie ich es heute genauso auch in den heutigen Nachrichten finden kann. Daran sieht man, wie immens wichtig dieses Wetter war. Sehr wichtig für die damalige Zeit war auch die Religion. Man versuchte sich das Wetter über die Religion beherrschbar zu machen, ganz im Gegensatz zu heute, wo wir dazu einfach Naturwissenschaften nutzen.